So, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Transport Fever hier auf meinem Channel. Leider Gottes muss ich gestehen, dass letzte Woche tote Hose war bei mir auf dem Channel, was Transport Fever betrifft. Für alle Leute, die zuschauen, das sind doch ein paar mehr als ich dachte. Das Problem ist, bei mir haben sich zwei USB-Slots verabschiedet, so wie es aussieht. Jetzt hatte ich ein bisschen umstrukturieren müssen, habe ein bisschen herumgetüftelt. Und jetzt sollte eigentlich alles wieder funktionieren. Ja, kein Verlass auf die 2.0, so wie es aussieht. Jetzt sind beide auf, also Headset und Mikrofon auf den 3.0 angeschlossen. Und mal schauen, wie lange das jetzt funktioniert. Weil wenn das dann irgendwann auch nicht mehr funktioniert, dann weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Und ja, also lasst uns lieber schnell weitermachen. Ich muss gestehen, ich habe damals ein 10 Minuten Video aufgenommen, als das Problem erst entstanden ist, aber das habe ich jetzt gelöscht. Da habe ich am Ende noch herumgeflucht wie ein Weltmeister, aber das versteht sich ja von selbst, wenn es nicht funktioniert, dann gibt es halt Stunk. Jo, wo waren wir denn? Jetzt ist natürlich die Zeit schon ewig lange her und ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Aber ich glaube, es geht nur um den Feinschliff. Und es geht darum zu gucken, dass wir die FPS dementsprechend aufrechterhalten. Aber es wird zumindest abgeholt. Ich muss jetzt alles nochmal ein bisschen neu machen. Die Musik, glaube ich, passt. Aber die Soundeffekte können ein bisschen lauter sein. So, ja, Halifax City, bekommt dann eine neue Lieferung an Treibstoff, wir holen das nächste ab, aber ich habe jetzt keinen, ne, ich hab noch Öl mit. So, theoretisch, ich pausiere das jetzt mal, weil, ja, bis das da wieder was kommt, das dauert ja so und so. Aber ich werde da jetzt, ich werde das jetzt upgraden. Auf zwei Gleise. Wo habe ich denn da eine Kollision? Habe ich ja gar keine. Oh. Aufrüsten auf 2. Oberleitung ja. Nee. Brauchen wir eine zweite Straße? Nee, brauchen wir nicht. Vielleicht könnten wir dann. Ne, wir lassen es auf 240, das sollte auch mal reichen für den Anfang. So. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir hier die Schiene dran kriegen. Natürlich geht das wieder nicht. Weil die Krümmung zu groß ist. In welcher Hinsicht? Mal wieder da die. Das da ein bisschen angleichen. So. Schauen wir mal, dass man das da jetzt noch irgendwie verbindet. Die Krümmung oder Steigung zu groß.
Ja, das hatte ich nämlich bei dem 10-minütigen Video auch so. Ich wollte nämlich das hier einfach ein bisschen, was soll ich sagen, verbessern. So. Und somit habe ich es auch geschafft. Und noch die andere Seite. Oder wäre es auch besser, wenn man einfach mal hier ein richtig schönes Stück wegreißt und dann einfach schön ranfährt. Und das ist übrigens das, was Xenon behauptet hat. Warum machst du nicht gleich immer doppelt? Ja, bei mir ist das halt immer so eingebrannt. Lieber mal ohne, bei wenig Geld. Wobei ich hätte eigentlich genug. Und dafür irgendwie gucken, dass man das halt dran kriegt. So, jetzt müssen wir das dann noch anpassen. So, und jetzt schauen wir mal, ob überhaupt der da. Ja, der weiß noch, wo er hin muss. Das ist prima. So, dann wollte ich auf jeden Fall nochmal den Zug hier. Ach, der dreht jetzt um, oder wie? Ja, ist mir auch recht. Denn ich wollte eigentlich die Rohölsituation ein bisschen umändern. Ich meine, dass er dann da runterfährt, das ist ja eh okay. Eins, Oberhalifax, das ist, wo ist das? Oberhalifax ist eh da. Genau, dann 2, dann fährt er über den Ding, dann 3, Vilsbiburg Süd, nee. Ich werde da einfach hier hingehen, dann da hingehen, dann so hingehen. Dann muss er nämlich da stehen bleiben. Wobei, das ist ja blöd. Dann fährt er hoch direkt zu Süd, gell? Genau. Dann auf das Zweier. Das ist auch ein Wegpunkt. Genau. Und dann fährt er Nord. Okay. Ich glaube, wegen dem war es nicht. Ich glaube, das war vielleicht dann wegen anderen Zügen. Moment. Jetzt schauen wir mal, wo ist der zweite? Da ist der zweite. Plastikweizen. So, das heißt, er beginnt bei Wilsbiburg Süd, fährt über die Zweier, damit wir halt gegen den Uhrzeigersinn im Kreis fahren. Dann bleibt er bei Nord stehen. Dann Oberhalifax City, dann kommt er da vorne an und dann fährt er über den Wegpunkt 2 wieder retour to Tex-Mex Nord. Wobei ich sage, wenn du da fährst, dann. Ach so, es war wegen dem, ja. Dann fährst du aber dort auch gleich vorbei und dann zu Tex-Mex City Nord. So war das, genau. Das war der Grund, warum ich das so gemacht habe. So. Währenddessen das eingespielt wird, schauen wir nochmal beim Holz. Das sieht gut aus. Das Holz haben wir im Griff. Eisen haben wir nicht im Griff. Theoretisch hätte man da noch Platz. Moment, ich glaube, ich habe auch die Kohle dafür. Ich werde da jetzt einfach noch mal so einen Eisentransporter bauen. Ah, der kommt gerade an, oder? Ne, dann passt das auch, weil der holt das dann ab. Naja, aber trotzdem, wir könnten da wirklich noch mal einen machen.
Wir wollen ja nicht, dass das hier verkommt. Das heißt, was muss ich machen? 324, alles klar. 324, das heißt Züge kaufen. Herzlich willkommen bei der Hauptader. Und dann haben wir nur noch 27 Millionen. Kohle wird abtransportiert, das passt eigentlich alles. So, ich glaube, wegen dem hat sich Xenon aufgeregt. Aber das passt doch. Dass der einfach zu langsam ist für diese Strecke. Aber es ist mir egal, ganz ehrlich, weil die Strecke ist für mich so ein Mittel zum Zweck. Worüber ich mir hier mehr Gedanken machen könnte, wäre, dass hier mehr Leute stehen als wie am Bahnhof. Das würde mich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen. Würde mir ein bisschen mehr bringen. Was haben wir hier? Der fährt wieder Zeugs hier durch die Gegend. Wo bleibt er denn stehen? Bei Tex-Mex City oder was? Naja, ich glaube, das bauen wir auch gleich aus. Warum ich das nicht gleich mache, weiß ich nicht, aber da macht es echt auch Sinn, bevor er das darüber transportiert, kann er das hier gleich stehen lassen. Wir dürfen die Ampel nicht vergessen. So. Oberleitung ja, Höchstgeschwindigkeit natürlich. So. Die Signale haben wir gesagt, brauchen wir, gell? Wobei das Signal hier eigentlich wenig Sinn macht. Aber das ist wichtig. So, das bedeutet, das ist eigentlich, Tex-Mex City hat auch nur mit diesem Zug zu tun. Das heißt, ich werde dem da das jetzt hinzufügen, dass wenn er da runterfährt vom Wilsbiburg, dass er natürlich über diese Seite drüber fährt, aber dass er dann in genau, dass er da rüber fährt und dann Halle City Nord. Wenn nur so macht es Sinn. So, da haben wir dann Kohle, was wir aber weiter nicht brauchen werden. 126 Personen, da könnten wir auch aufrüsten.
So, der bringt jetzt da wieder Eisen. Was macht der mit Eisen da? Keine Ahnung. Fährt er das jetzt fort, oder? So, mir fällt jetzt das Eisen. Wo ist denn mein Eisentransporter? Oder haben wir das überhaupt nicht? Doch, hier. Da ist er. Der lädt gerade das Eisen ab. Das heißt, da könnten wir auch noch einen zweiten bauen. Doch, der muss jetzt mal nach. Ach so, das ist so ein Misch. Das ist so ein Mischdings dann. Nee, das ist ein reiner Eisentransport. Das passt schon. Jetzt kommt nochmal die Kohle. So, 6 Millionen. Jetzt kommt das Eisen weg. Nein, er ist unten, das ist auch prima. Das heißt, wir sind gewillt natürlich, so viel Eisen wie möglich abzunehmen. Aber da brauchen wir sicher noch einen, der das Eisen abholt. Holz passt. Wilsbiburg ist halt eine Stadt, die sich eigentlich fast nicht weiterentwickelt. Wir können auch gerne mal schauen, wie es aussieht mit den Städten. Und zwar von der Bevölkerungsdichte ist Tex-Mex City natürlich weit vorne. Ilsenburg dann auf zweiter Stelle, Halifax City an dritter Stelle. Ja, Wilsbiburg entwickelt sich eigentlich gar nicht. Und Xenon Town müssen wir noch anschließen. Das wird aber, sorry, das wird aber über kurz oder lang ein Riesenprojekt werden. Denn ich möchte eigentlich ziemlich viel abändern in dieser Stadt. Und das wird dann auch ein bisschen also nahverkehrstechnisch anstrengend. Wobei, man muss halt auch sagen, der Nahverkehr, den wir hier jetzt gelegt haben, zum Beispiel, der ist halt auch schon veraltet. Und da könnten wir zum Beispiel schon wieder eine Linie ranziehen. Schau mal, wie viele Leute. Achso, die wollen mit dem Bus nach oben fahren. Alles klar. Ja, wie gesagt, es gibt noch einiges zu tun. Auf jeden Fall war es das von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.